Es gibt natürlich noch weitere Pflanzen, zum Beispiel das Johanniskraut oder Johanniskrautextrakte. Sie sehen hier mal eine Abbildung der Blüte und auch eine Abbildung des Anbaus aus unserer Forschung. Das ist ein Anbau im Leibniz-Institut in Gatterslegen verschiedener Akzession von Johanniskraut, um die näher zu untersuchen. Denn wir haben herausgefunden, dass Johanniskraut sehr interessante Wirkungen hat. Es existieren verschiedene Präparate zur Behandlung milder und mittelschwerer Depression. Und in unseren Mausexperimenten konnten wir zeigen, dass spezifische Extrakte aus dem Johanniskraut, die man speziell herstellen kann, insbesondere 80% ethanolische Extrakte, sehr gut gegen die Alzheimer-Erkrankung bei der Maus wirken. Die können auch zur Depressionsbekämpfung bei der Maus beitragen und sie aktivieren die Müllabfuhr, die Transportproteine für das Beta-Amyloid im Gehirn. Und wenn man das bei Patienten anwendet, um das mal zusammenzufassen kurz hier am Start, sieht man eine Verbesserung der dementiellen Symptomatik, eine Verbesserung des Sprachvermögens von Patienten und eine Verbesserung des Tag-Nacht-Rhythmuses. Schaut man sich das in Mäusen an, was da eigentlich passiert, und das sind ebenfalls wissenschaftliche Arbeiten, die publiziert sind, da sieht man hier in diesem Bereich die Extrakte, die 80% ethanolisch extrahiert wurden, und man sieht, dass wir hier eine sehr gute Senkung der Menge von Alzheimer-Peptiden im Gehirn dieser Mäuse hat. Das führt dazu, dass die Neuronenanzahl, die Anzahl der Nervenzellen steigt, sodass diese Ablage im Gehirn eben nicht dazu führen, dass die Nervenzellen untergehen und absterben. Das ist also eine Rettung der Nervenzellen. Die Mäuse normalisieren ihr Vermögen zu lernen im Wassertest, und hier haben wir einen besonders effektiven Stoff, diesen Johanniskrautextrakt mit 80%iger ethanolischer Extraktion und niedrigen Hyperforin und Hyperrezin, und der hat eine besonders gute Wirkung im Maustest mit der Verbesserung der Leistungsfähigkeit. Wir sehen diese Leistungsfähigkeit für verschiedene Präparate, unter anderem auch für die 60%igen, aber der Merktest oder dieses Lernvermögen und die Ablagerungsverringerung ist am besten mit diesen Extrakten, die 80%ig ethanolisch ausgezogen sind. Warum sage ich das? Das ist in dieser Arbeit beschrieben. Die 60%igen ethanolischen Extrakte, die häufig in Apotheken oder auch in Supermärkten zur Verfügung stehen, in jener unterschiedlichen Konzentration, sind wenig bis gar nicht wirksam beim Alzheimer. Also es braucht spezielle 80%ig ethanolische extrahierte Johanniskrautpflanzen, damit man diese Wirkung hat. Welcher Stoff da eine Rolle spielt, wissen wir noch nicht. Das untersuchen wir und schauen uns das in Zukunft näher an. Wir haben weiterhin Stoffe getestet, und das war hier eine Studie im Auftrag von einer Firma zur Testung von Extrakten aus der atlantischen Kiefer, Pycnogenol genannt. Wir haben bei dieser Untersuchung von Pycnogenol eine signifikante Reduktion der Ablagerung im Gehirn gefunden. Wir haben jedoch keine Veränderung der löslichen Form des Abbettas gefunden. Die löslichen Formen des Abbettas waren in derselben Menge. Und wir haben keine Verbesserung im Verhaltenstest bei später Behandlung gezeigt. Wir konnten die nur in einer Behandlung sehen vor Beginn der Erkrankung. Das heißt präventiv bei den Mäusen. Ob das bei Patienten irgendeine Wirkung hat, können wir leider nicht sagen. Das ist bisher nicht systematisch getestet worden. Die Mausexperimente können Sie hier nachlesen, auch die Ergebnisse zu diesen Mausexperimenten.